Wer reitet da durch Flur und Feld? Es ist der Hexer, der braucht Geld. Drum hat nen Greifen er erschlagen, um ihn in die Stadt zu tragen. Gut nur den Kopf, so trägt sich's besser, schnitt er ab mit seinem Messer oder seinem Silberschwert. Zur Monsterjagd empfehlenswert. So baumelt, das ist Geralds Masche, ein Schädel an der Satteltasche. Den bringt er nun zum Siegesmund, dem Auftraggeber, diesem Hund. Doch um den Greifen soll's nicht gehen, nur um die Stadt, die wir hier sehen. Diese nennt sich Novigrad und ist die größte ihrer Art in Witcher 3, dem Rollenspiel, das mir schon länger gut gefiel, wegen dieser schönen Welt, die er erkundet, unser Held. Denn schon das Umland dieser Stadt sieht aus, wie es auszusehen hat, mit Bauern, die da fleißig ackern, tja, und auch mit Gänsegackern, mit Schafen und mit Flötenklang, Bächlein, Zwergen, die entlang dieser Straße sich bewegen, Leben ist der Spielwelt Segen. Nun fragt sich schon, ob denn der Macher die ganze Welt, das wär'n Kracher, so liebevoll gestaltet hat, wie hier ums schöne Novigrad. Doch lassen wir ihn erstmal traben, Geralt übern Wasser graben, durch das Tor davon hinein, in des Städtchens Innerein. Denn auch die sind sehenswert, sei's zu Fuße oder Pferd, nun weil CD Projekt die Stadt so glaubwürdig gebastelt hat. Enge Gassen, Fachwerkmauern, Bettler, die im Durchgang kauern, Novigrad wirkt einfach echt und mittelalterlich nicht schlecht. Am Straßenrand, da plaudern Jäger und da striegeln Pferdepfleger. Geralt kachelt im Galopp hinab zum Hafen und jetzt stopp. Denn bevor ich wirklich stresse und mit Besseren mich messe, mache ich voll Überdruss mit dem Reimen lieber Schluss. So, danke fürs Durchhalten, manchmal muss es einfach raus. Und damit auch in Prosa willkommen auf unserem kleinen Ausflug durch die Spielwelt von The Witcher 3. Hier stapft der Hexer Geralt, übrigens von den Entwicklern gesteuert, durch Novigrad, die größte Stadt des Spiels. Man wird auch kleinere Ansiedlungen besuchen, eine davon sehen wir nachher noch. Was mich an Novigrad so beeindruckt, ist, wie lebendig sich die Stadtkulisse anfühlt. CD Projekt verspricht ja, dass in Novigrad, ich zitiere, mehrere tausend Einwohner leben. Gut, dass tatsächlich jeder Einzelne davon simuliert wird und einem echten Tag-Nacht-Ablauf folgt, das glaube ich erst, wenn ich sehe. Doch selbst wenn die Figuren nur den ganzen Tag lang auf der Stelle rumfuchteln oder im Kreis stapfen, sieht das doch schon verdammt stimmungsvoll aus. Zur Spielweltstimmung tragen auch die Laberbacken am Wegesrand bei. Zum Beispiel die Rotznasen da vorne, die Elfen und Zwerge hänseln. Wer The Witcher kennt, weiß natürlich, dass er hier kein Fantasy-Idyll bereist, sondern ein moralisch verkommenes Moloch, in dem Elfen und Zwerge froh sein können, wenn sie nur als Bürger zweiter Klasse unterdrückt werden, dann baumeln sie wenigstens nicht am nächsten Ast. Daraus sollte sich auch wieder die eine oder andere Quest samt moralischer Grauzonenentscheidung ergeben. Und wo bekommt man Quests? Natürlich im familienfreundlichen Wirtshaus von nebenan, wo der Hexer zufällig auch den Greifenkopf abliefern muss. Vor der Tür des Saufschuppens wartet eine Anbieterin geldgestützter Liebesdienste. Beim Übergang in die Kneipe gibt's übrigens keine Ladepause. Und jetzt mal kurz Halt! Die leicht bekleideten Mädels da drüben müssen wohl Schwestern sein. Na gut, angesichts der riesigen Spielwelt wird CD Projekt die Einwohner auch diesmal wieder klonen müssen. Apropos riesige Welt, werfen wir doch mal einen Blick auf die Karte. Novigrad liegt hier an der Küste. Und so sieht die gesamte Witcher-Welt aus. Die wird aber nicht komplett nachgebaut und auch nicht, wie beispielsweise in Skyrim, an einem Stück begehbar sein. Stattdessen unterteilen die Entwickler die Welt in separate Regionen, die man im Verlauf der Story freischaltet. Dazu zählen beispielsweise die Skellige Inseln. 64 Quadratkilometer soll der von einem Wikinger-ähnlichen Volk bewohnte Skellige Archipel insgesamt umfassen. Falls das stimmt, wäre allein diese eine Region schon umfangreicher als das ungefähr 41 Quadratkilometer große und ebenfalls von einem Wikinger-ähnlichen Volk bewohnte Himmelsrand aus Skyrim. Die Region, in der Novigrad liegt, ist laut den Entwicklern sogar noch größer. Angeblich 8,5 mal 8,5 Kilometer, das wären über 72 Quadratkilometer. Und selbst wenn da nicht betret, sondern nur sichtbarer Panoramarandstreifen von, sagen wir mal, 2 Kilometern Breite eingerechnet wäre, wären es ja immer noch über 20 frei begehbare Quadratkilometer in nur einer Region. Aber gut, wer braucht Mathe, wenn er Füße hat? Der Hexer sprintet wieder raus ins Umland. Sein Auftrag führt den Monstermetzler nun nämlich in ein Sumpfgebiet, im sogenannten Niemandsland, das, wie der Name dezent andeutet, von keinem Königreich beansprucht wird. Dieses Anarcho-Areal liegt in derselben Spielweltregion wie Novigrad. Der ganze Landstrich zwischen Stadt und Niemandsland ist also frei erkundbar und es soll auch überall etwas zu entdecken geben. Die Entwickler versprechen ja schon alleine, dass diverse Häuschen da vor den Stadtmauern Quests und andere interessante Dinge beherbergen. Aha, auf das glaube ich erst, wenn ich sehe, so eine Spielwelt möchte schließlich erstmal sinnvoll gefüllt werden. Nun gut, weil dem Hexer hier beim Doof in die Landschaft gucken siebenteils einfällt, dass ein Pferderitt ins Niemandsland ungefähr
20 Minuten am Stück dauern würde, nutzt er gleich lieber die Schnellreisefunktion, mit der er sich an bereits besuchte Orte teleportieren kann. Deshalb mal kurz rüber zum Wegweiser, wo ist er denn? Ja, da vorne, und die Reisekarte aufrufen. Tja, winzig sieht die Region in der Tat nicht aus. Ob das jetzt aber 72 oder 27 oder sonst wie viele Quadratkilometer sind, das kann ich nicht abschätzen. Aber mal ehrlich, es ist mir doch auch wurscht. Hauptsache groß und viel zu entdecken. Und damit willkommen im Niemandsland, wobei der Sumpf hier neben dem prachtvollen Novigrad ziemlich langweilig ausschaut. Aber es ist halt auch ein Suchhumpf. Wie abwechslungsreich wird der schon sein? Eine elementare Stärke von The Witcher 3 besteht doch darin, dass sich die Schauplätze, zumindest was die bislang gezeigten Szenen angeht, tatsächlich echt anfühlen. So wie hier sieht ein Sumpf halt aus. Da blinkt nicht an jeder Ecke ein Weihnachtsbaum. Auf Erkundungstour darf der Hexer übrigens auch springen und klettern. Beispielsweise kann er sich wie in The Witcher 2 an Felsvorsprüngen hochziehen, darf nun aber zusätzlich frei in der Gegend herumhüpfen. Und natürlich versprechen die Entwickler, dass sich Klettertouren lohnen, weil auch auf Anhöhen nützliche Beute herumliegt. Außerdem ändern sich da oben nicht nur Licht- und Pflanzenbewuchs, nein, man kann auch das Panorama genießen. Nehmen wir doch mal den Mutantenbaum da drüben auf der Hügelkuppe. Der sieht schon auf Distanz nicht gerade mickrig aus, ist in Wirklichkeit aber so hoch wie ein 10-stöckiges Gebäude. Daran kann man schon mal abschätzen, wie weit entfernt er ist. Novigrad nun liegt ebenfalls in dieser Richtung, aber nochmal 14 Mal weiter weg als dieser Baum und der ganze Landstrich von hier bis zur Stadt ist frei begehbar. In The Witcher 3 dürfte sich also niemand eingeengt fühlen, in Regionen unterteilte Spielwelt hin oder her. Um die Orientierung im weitläufigen Gebiet zu erleichtern, verteilt CD Projekt Landmarken und Sehenswürdigkeiten, an denen man erkennt, wo man gerade ist. Dazu zählt beispielsweise der Baum eben oder, oh, dieser ruinierte Sumpfbauernhof. Und nochmal, an jedem auffälligen Ort soll es angeblich etwas zu entdecken geben. Hier zum Beispiel wartet Banditengesocks auf den stählernen Rentenbescheid. Gut, Freunde, das lässt sich einrichten. Und hinterher ausrauben nicht vergessen, das verspricht fette Beute. Beute erwartet den Schwertschwinger natürlich auch unter der Erde und erstmals sogar unter Wasser. Er hat nun nämlich Schwimmen und Tauchen gelernt. Und auch das soll sich lohnen. Die Entwickler versprechen, dass wertvolle Schätze auf dem Grund von Seen lagern. Wertvoll heißt allerdings nicht unbewacht. Auch auf Tauchstationen muss der Hexer kämpfen, weil sich Seemonster so ungern von ihren Besitztümern trennen. Egal, statt wie früher wasserscheu am Ufer zu kauern, planscht Geralt nun jedenfalls fröhlich durch die Welt. Hier etwa in der gefluteten Höhle oder im Meer oder im Boot. Zu Lande stolpert der weißhaarige Rübenabschläger natürlich auch immer mal wieder über menschliche Ansiedlungen. Hier spaziert er in Richtung eines malerischen Dörfchens, das natürlich wie jedes malerische Dörfchen der Witcher-Welt ein finsteres Geheimnis birgt. Außerdem birgt's wie das große Novigrad eine beliebte Kulisse. Da rütteln Bauernomas am Weltrekord im Dauerfell anglotzen, da wird vor der Hütte im Kessel gerührt und der Schinken zerhackt. So schön ist dieses Landidyll, man bekommt fast Angst, dass hier jeden Moment eine Horde impressionistischer Maler einfällt. Ein bisschen versifft sieht's auch aus, aber was sagst du eigentlich dazu, Geralt? Nice village. Boy, a real pearl of the swamps. Jupp, ne Perle der Sümpfe. Natürlich stehen auch noch andere Schauplätze auf Geralts Reiseprogramm, etwa die Hexerburg Kaer Morhen, der Kaiserthron von Nilfgaard, malerische Täler, gewaltige Berge, verschneite Gipfel, Freudenhäuser, finstere Höhlen und herbstliche Ebenen. Also gut, Deckel drauf. The Witcher 3 verspricht eine vielfältige und lebendige Welt. Wenn tatsächlich alle Schauplätze so detailliert und glaubwürdig sind wie die bislang gesehenen, wenn es wirklich überall etwas zu entdecken gibt und wenn CD Projekt das Spiel halbwegs bugfrei fertig kriegt, dann finden Fantasy-Weltenbummler hier ein neues Schlaraffenland. Ob das nun in Regionen unterteilt ist oder nicht, ist doch mal dezent egal.